Ja, hi, weiteres Video aus dem Bereich der Mathematik, dass ich euch auf die anstehenden Abiturprüfungen vorbereiten soll. Dieses Mal das Thema Vektorgeometrie ist ja in vielen Bundesländern, vielleicht in allen, ich weiß es nicht genau, ein Wahlfach oder ein Wahlgebiet, ja, in der Abiturprüfung. Das heißt, euer Fachlehrer hat gegebenenfalls die Wahl, entweder sich für Vektorgeometrie oder aber für die Matrizenrechnung zu entscheiden. Sprecht da vielleicht mit eurem Lehrer mal vorab drüber, beziehungsweise spricht euch bestimmt auch darauf an, auf welches Gebiet er sich wahrscheinlich festlegen wird in der Abiturprüfung, dass ihr euch da entsprechend dann darauf vorbereiten könnt. Nun, gegeben sind hier drei Punkte im Raum und wir sollen jetzt nachweisen, dass dieses Dreieck ABC, also aus diesen drei Punkten, das Dreieck, was sich daraus ergibt, dass das einen rechten Winkel hat. Stellen wir uns das vielleicht gerade mal kurz zeichnerisch vor. Also wir haben hier unser dreidimensionales Koordinatenkreuz. X1, X2, X3. Und wir haben da jetzt drei Punkte drin. Ich zeichne die jetzt einfach ein, ohne Anspruch darauf zu haben, dass die Koordinaten dazu passen. Einfach nur, um das verständlich zu machen, wie denn das aussehen könnte. Das wäre A, das wäre B, das wäre C. So. Und die Frage, die sich jetzt nun stellt, ist einer dieser Winkel, ne, an diesen Eckpunkten, ist der 90 Grad, ist der rechtwinklig. Und um das nachzuweisen, na, da stellen wir am besten die Verbindungsvektoren auf zwischen den jeweiligen Punkten, also hier den Vektor AB, hier den Vektor BC und hier entsprechend den Vektor AC. Warum machen wir das? Weil jetzt ja nicht das Skalarprodukt aus jeweils zwei Vektoren, wenn das Null ergibt, dann ist der Nachweis gegeben, dass an diesem Eckpunkt letztendlich, an dem diese zwei Richtungsvektoren aufeinandertreffen, dass da ein rechter Winkel vorhanden ist. Wenn das Skalarprodukt zu Null wird, dieser beiden Vektoren, dann haben wir einen rechten Winkel. Schauen wir uns also erstmal diese Verbindungsvektoren an. AB ergibt sich ja dann gerade gleich aus dem Vektor, also aus dem Ortsvektor des Punkt B, minus 1, 2, 1, minus dem Ortsvektor des Punkt A, also 2, 0, 1. So, minus 1, minus 2 gibt minus 3, 2, minus 0 gibt 2, 1, minus 1 gibt 0. Und das gleiche mit AC wäre der Ortsvektor von C, also 1, 5, 4. Minus dem Ortsvektor von A, 2, 0, 1. Ergibt 1 minus 2 sind minus 1, 5 minus 0 sind 5, 4 minus 1 sind 3. So, zu guter Letzt noch den Ortsvektor BC. So, Vektor BC, wir nehmen also den Ortsvektor von Punkt 1, das wären 1, 5, 4, minus dem Ortsvektor von dem Punkt B, minus 1, 2, 1. 1 minus minus 1 gibt 2, 5 minus 2 gibt 3, 4 minus 1 gibt 3. So, jetzt prüfen wir letztendlich, an welcher Ecke denn da dieser rechte Winkel vorhanden sein könnte. Dazu wählt ihr euch zwei Vektoren aus. In welcher Reihenfolge ihr das macht, ist eigentlich beliebig. Wenn ihr nicht sofort erkennt, auf den ersten Blick erkennt, da wird das Skalarprodukt zu 0. Ich fange jetzt einfach mit AB und BC an. AB, BC. Da deutet vieles darauf hin, dass das zu Null werden könnte, wenn man sich so diese Zahlen hier anschaut. Also, AB mal BC ist dann also nichts anderes als minus 3 mal 2, minus 3 mal 2 plus 2 mal 3 plus 0 mal 3. So, und ihr seht schon, minus 3 mal 2 gibt minus 6, 2 mal 3 gibt plus 6 und 0 mal 3 gibt 0. Minus 6 plus 6 plus 0 gibt entsprechend 0. Das heißt, wir haben den rechten Winkel schon gefunden. AB ist rechtwinklig zu BC und damit ist nachgewiesen, Dreieck A, B, C
ist rechtwinklig. Ja, weiter geht's mit der nächsten Aufgabe. Ja, bei der zweiten Aufgabe war es nun so, dass man eine, ja, die Koordinatenform der Ebene E erstellen sollte und die Punkte A, B, C, die ja da gegeben waren, die liegen in dieser Ebene E. Gegeben sind auch noch aus unserer Voraufgabe, ja, diese Vektoren A, B, A, C und B, C. Um auf diese Koordinatenform zu kommen, gehe ich erst gerne auf die Parameterform ein. Warum? Erkläre ich euch gleich. Wenn wir uns dieses, ja, nochmal das im räumlichen Koordinatendiagramm vorstellen, x3, dann haben wir ja eben diesen Punkt A, diesen Punkt B und diesen Punkt C. Die passen jetzt nicht unbedingt mit diesen Koordinaten, die hier dargestellt sind. Ja? Das ist nur zu verdeutlichen, was ich jetzt hier mache. Letztendlich kann ich ja jetzt diese Ebene aufspannen mit zwei Richtungsvektoren oder auch Spannvektoren genannt in diesem Zusammenhang. Ich nehme diesen Vektor AB und ich nehme diesen Vektor AC. Und ja, vielleicht kann man das jetzt ganz gut erkennen. Letztendlich spanne ich mit diesen beiden Vektoren, deswegen auch Spannvektoren, hier eine Ebene auf. Hier dargestellt als Fläche, aber tatsächlich müsst ihr euch das als Ebene vorstellen, die ja, in diesen Richtungen dann entsprechend auch ja, grenzenlos ist, ja, also ewig weitergeht. Und um die Parameterform einer Ebene darzustellen, nimmt man ja letztendlich nichts anderes als diese beiden Spannvektoren plus einen Stützvektor. Und diesen Stützvektor, das wäre im Prinzip der Ortsvektor des Punkt A. Also, wenn ich diese Ebene darstellen möchte, in der Parameterform, wie gesagt, dann sieht die ja so aus, dass ich hier einerseits einen Stützvektor habe, plus irgendein Buchstabe, könnt ihr euch einen ausdenken, mal dem einen Spannvektor, plus einen weiteren Buchstaben, mal dem zweiten Spannvektor. So, und die haben wir letztendlich alle gegeben. Der Stützvektor, das ist unser Ortsvektor, dieses Punkt A, also die 2, 0, 1. Und der eine Spannvektor, das wäre unser Vektor AB, den hatten wir gerechnet in der Voraufgabe, also minus 3, 2, 0. Und der zweite Spannvektor, das wäre unser Vektor AC, das ist dann minus 1, 5 und 3. Nun, wie kommen wir jetzt von dieser Parameterform zur Koordinatenform? Denn die ist ja gefragt. Dazu bilden wir erstmal den normalen Vektor unserer Ebene. Normalen Vektor, das ist ja letztendlich jener Richtungsvektor, kann man dazu sagen. Ich nenne den jetzt hier mal N-Pfeil, also für den Vektor, der senkrecht zu dieser Ebene steht. Also, da steht sowohl in dieser Richtung hier senkrecht zu unserer Ebene, als auch in dieser anderen Achse ebenfalls senkrecht zu unserer Ebene. Und wie erhalten wir den? Indem wir das Kreuzprodukt aus diesen beiden Spannvektoren bestimmen. Kreuzprodukt ist euch sicherlich noch klar. Also schreiben wir mal hin. AB mal AC ist nichts anderes als diese beiden Richtungsvektoren minus 3, 2, 0. Kreuzprodukt minus 1, 5 und 3. So, da gibt es eine fertige Formel für, wie man dieses Kreuzprodukt ausrechnet. Findet ihr in eurer Formelsammlung oder eurem Merkblatt, was ihr da habt. Es gibt aber auch ein relativ einfaches Verfahren. Dann braucht man diese Formel nicht. Und zwar schreibt man diese Zahlen, die man hier hat, einfach nochmal hier drunter. Ganz easy abschreiben hier. Minus 1, 5 und 3. Und der nächste Schritt wäre jetzt obere Zeile durchstreichen, untere Zeile durchstreichen. So, und jetzt geht's Schema F. Man beginnt mit dieser Zahl hier links oben und multipliziert die mit der eine Reihe weiter unten rechts. Also 2 mal 3. Und dann immer in allen Fällen
ein Minus. Dann geht es weiter. Man geht in die zweite Zeile und multipliziert diese Zahl mit dieser Zahl aus der ersten Zeile. Also 0 mal 5. Okay. Abgehakt. Man geht eine Zeile weiter. 0 mal minus 1. Immer Minus. Dann minus 3 mal 3. Soweit abgehakt. Letzter Schritt. Minus 3 mal 5. Minus 2 mal minus 1. So, und jetzt müsst ihr das letztendlich nur noch ausrechnen. 2 mal 3 ist 6, minus 0 mal 5 ist 0, also 6 minus 0 ist 6. 0 mal minus 1 ist 0, minus minus 3 mal 3 ist plus 9. Minus 3 mal 5 ist minus 15 und minus 2 mal minus 1 ist plus 2, also minus 15 plus 2 ist minus 13. Das wäre jetzt unser normalen Vektor, der senkrecht zu unserer Ebene E steht. So, und nun geht im Prinzip der Lösungsansatz so, dass diese Koordinaten unseres normalen Vektors in die Koordinatenform eingesetzt werden können. Wir haben also 6 mal x1 plus 9 mal x2 plus minus, also minus 13 mal x3 ist gleich, irgendeine Variable könnt ihr euch aussuchen, ich sage da jetzt einfach mal d dazu. So, und dieses d müssen wir jetzt noch bestimmen und dazu nutzen wir letztendlich, ja, beispielsweise die Koordinaten unseres Punkt A. Könntet ihr auch irgendwelche andere Koordinaten nehmen, zum Beispiel von Punkt B oder Punkt C, irgendein Punkt, wo ihr wisst, der liegt in dieser Ebene. Das heißt, wir können jetzt die Koordinaten hier entsprechend einsetzen, unseres Punkt A's, und können dann nach D auflösen. Machen wir gerade mal. 6 mal 2 plus 9 mal 0 plus minus 13, Achtung, minus 13 mal 1. So, 6 mal 2 sind 12, 0, wir bleiben bei den 12, minus 13 mal 1, also haben wir hier minus 1. Das heißt, die Koordinatenform unserer Ebene, ja, ich schreibe das jetzt hier hin, also die Koordinatenform unserer Ebene wäre dann 6 mal x1 plus 9 mal x2 minus 13 mal x3 ist gleich minus 1. Weiter geht's mit der nächsten Aufgabe. Ja, bei der dritten Aufgabe waren jetzt zwei zusätzliche Punkte gegeben, P' und P. Und die Frage, die jetzt gestellt war, ist P' ein Spiegelpunkt zu P bezüglich der Ebene E? Zeichnen wir uns das vielleicht gerade mal ein. Also, wenn die beiden Punkte Spiegelpunkte wären, also hier zum Beispiel unser P' wäre und hier unten entsprechend unser Punkt P, dann müssen ja zwei Bedingungen gegeben sein, damit P' Spiegelpunkt zu P bezüglich der Ebene E ist. Erste Bedingung, wenn wir uns die Strecke zwischen diesen beiden Punkten vorstellen, dann gibt es ja einen Mittelpunkt dieser Strecke P' und P. Und wenn die Ebene E, also wenn die beiden Punkte sich bezüglich der Ebene E spiegeln, dann muss ja dieser Mittelpunkt genau auf der Ebene liegen. Also hier müsste M sein als Mittelpunkt der Strecke P' und P. Und die zweite Bedingung, die wir da hätten, ist, wenn wir uns den Verbindungsvektor zwischen P und P' oder umgekehrt P' und P anschauen, dann muss dieser Verbindungsvektor eine Kollinearität zu unserem normalen Vektor besitzen. Denn die Strecke muss ja auch senkrecht zu unserer Ebene stehen. Also es muss eine lineare Abhängigkeit
zwischen unserem normalen Vektor und unserem Verbindungsvektor zwischen diesen beiden Punkten bestehen. Diese zwei Bedingungen müssen wir jetzt nachweisen. Beginnen wir vielleicht erstmal mit dem Mittelpunkt dieser Strecke. Wie können wir denn den Mittelpunkt dieser Strecke bestimmen? Der Ortsvektor unseres Punkt M ist ja nichts anderes als 1/2 aus Ortsvektor unseres Punkt P plus Ortsvektor unseres Punkt P'. So, setzen wir also ein. OM ist gleich 1/2. Ortsvektor von P ist 6,5, 10 und minus 12 plus Ortsvektor von P' ist minus 5,5, minus 8 und 14. OM ergibt sich dann so 6,5 minus 5,5 ist 1 mal 1/2 ist 0,5. 10 minus 8 ist 2 mal 1/2 ist 1. Minus 12 plus 14 ist plus 2 mal 1/2 ist 1. Das heißt, unser Punkt M hat die Koordinaten 0,5, 1, 1. Im nächsten Schritt müssen wir jetzt prüfen, ob dieser Punkt M auch wirklich in unserer Ebene liegt. Und dazu setzen wir sie in unsere Koordinatenform ein oder alternativ auch hier in der Parameterform denkbar. Das heißt, wir setzen hier, haben drei Gleichungen und dieses Gleichungssystem, das muss lösbar sein. Dann liegt der Punkt eben, dieser Punkt M in der Ebene E. Stellen wir auf, also 2 minus 3r minus s ist gleich 0,5. 0 plus 2r plus 5s ist gleich 1 und 1 plus 0r plus 3s ist gleich 1. Beginnen wir mit der dritten Gleichung. Die hat nur eine Variable, nämlich s. Stellen nach s um, bringen die 1 auf die andere Seite, dann steht da 0. Daraus folgt, s ist gleich 0. Setzen wir ein in die zweite Gleichung, dann steht da 2r plus 5 mal 0 ist 0, ist gleich 1. Daraus folgt, r ist gleich 0,5. Setzen wir hier oben ein, also 2 minus 3 mal 0,5, s ist 0, können wir weglassen, muss gleich 0,5 sein. 2 minus 3 mal 0,5, 3 mal 0,5 ist 1,5, 2 minus 1,5 ist 0,5. Bedingung ist also erfüllt, der Punkt M liegt in unserer Ebene E. Das ist soweit nachgewiesen. Der zweite Punkt, den wir jetzt zu prüfen haben, ist denn unser Vektor P, P', ist der kollinear zu unserem normalen Vektor N? Schauen wir uns diesen Richtungsvektor erst nochmal an. Also P, P' ergibt sich ja aus minus 5,5, minus 6,5, minus 8, minus 10 und 14, minus minus 12. Das sind dann entsprechend minus 12. Minus 18 und 14 plus 26. Und unser normalen Vektor, zur Erinnerung, ja, der normalen Vektor hatten wir ja aus unseren vorherigen Aufgaben schon berechnet. Und der betrug 6, 9 und minus 13. So. Schauen wir, liegt da eine lineare Abhängigkeit vor zwischen den beiden? 6 mal minus 2 gäbe minus 12, 9 mal minus 2 gäbe minus 18
und minus 13 mal minus 2 gäbe plus 26. Bedingung ist erfüllt. Wir haben eine Kollinearität der beiden Vektoren zueinander vorhanden und der Punkt M, also der Mittelpunkt dieser Strecke PP' liegt genau in unserer Ebene E. Insofern ist P' ein Spiegelpunkt zu P bezüglich der Ebene E. Ja, wenn ihr dazu Fragen habt, dann schreibt mir gerne.